So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Troy mit Sparta. Es geht weiter. So, Menelaus, seine Armee. Wir haben ja noch eine Schleuderer, die werde ich mal rausnehmen. Die einfach viel zu kosten. Ah, hier ist interessant. Ich kann die Einheiten sogar verbessern. Das war ja in Attila, Total War in Rome auch so. Man die dann verbessern kann, auf dass die hier diese veredelte Rüstung und diese veredelten Waffen haben. Weil das geht aber auch nur in der Region, wo wir hier diesen Tempel haben. Werde ich aber nicht machen. Bei Fernkämpfern bringt das eh nicht viel. Vorweg. Ist auch ziemlich teuer, die zu verbessern. Und dann diese leichten Speerläufer, die sind günstig, ne? Ich glaube, ja, am Anfang habe ich die so ein bisschen verachtet, aber es ist nun mal wirklich keine schlechte Einheit, ne? Wir haben einen verdammt hohen Defensivwert mit 59. Nahkampfangriff mit 38, auch sehr viel für eine Speereinheit. Also wenn man überlegt, die Speerträger haben 19, die haben 38. Dann ist das schon gigantisch. Auch Schaden 76 und Bonus gegen alle Arten von Kämpfern, Nahkampfinfanterie, Achsinfanterie. Das ist eine sehr gute Einheit. Also wir sollten schauen, dass wir das Gebäude mal bauen, um die zu rekrutieren. Können wir ja, sobald es geht, dann auf Rhodos machen. Genau. So, dann haben wir hier noch diesen Gesandten in der Armee. Wo sehe ich denn die Effekte, die er hier hat auf die Armee? Irgendwo. 5% Erfolgschance von Agentenaktion und Nachschubrate erhöht sich. 5%, ja, das ist wirklich. Zunächst Runde haben wir die königliche Kaserne gebaut. Dann können wir auch gepanzerte Stürmer und gepanzerte Speerträger rekrutieren, wenn wir das denn wollen. Erstmal nicht, weil es einfach sehr viel Bronze kostet. Die Armeen ja auch alle voll sind. Also nächstes Ziel ist definitiv Isthmus. Die Region Isthmus hier vollständig zu erobern. Hier haben wir eine Fraktion Frieden schließen. Naja, hier die Fraktion auch bald besiegt sein. Die Falken, ja. Wo mir Ithaka verdammt viele Rohstoffe gegeben hat. Ich glaube, 15.000 Nahrung haben wir da bekommen durch das Abkommen. Und die sind halt, ja, die sind halt so viel besiegt. Ich meine, die haben eine gute Garnison. Aber Ithaka kommt hier mit 3 Armeen. Und ja, Optimismus in allen Ehren, aber das wird er nicht schaffen. Sehe ich auch die Effekte, die Nelaus hier für die Region hat. Einfluss, Baukosten, Wachstum, Zufriedenheit, Einfluss. Ordentlich was an Einfluss, ne? For Sparta. So. Ja, ich finde die Karte hier ganz schön. Ne? Spartischer Status, genau deswegen. Also, Lykien ist Hauptziel. Und ja, wie gesagt, Knossos, lustig, sollten wir uns das auch sichern. Aber das geht erst, wenn wir hier vielleicht fortgeschrittener sind. Wenn ich die Armeen zurückhole, dann verlieren wir die Insel hier wieder. Das heißt, wir müssen. Ja, das ist schwierig, ne? Bei Knossos hier aktuell keine Armeen hat. Nichts. Wir lassen das früher oder später sowieso. Ich will ja ganz Kreta kontrollieren. Na, die Ressourcen werden wir schon auftreiben langfristig. Ich will hier erstmal durch die Diplomatie diese Nahrungsverträge abklingen lassen, damit ich erstmal wieder meine reinen Nahrungseinnahmen, damit ich die reinen Nahrungseinnahmen hier sehe, damit ich einfach ja, einen besseren Überblick habe, weil das ist natürlich immer auch ziemlich verzerrt hier durch diese Diplomatieaktion. Natürlich auch. Ja, sind irgendwelche Rebellionen voraus
vorstehend, vorausstehend. Tauschabkommen abgelaufen. Beschuss. Krieg erklärt. In Ordnung. Weiter geht's. Auch möglich. Hier wird nichts gemacht. Was ich auch hier in Troja schade finde, weil es würde wirklich gut passen, dass sie es nicht geschafft haben, Kriegsschiffe einzubauen, also wirklich Flotten, das fehlt wirklich, weil gerade in dieser antiken Zeit hätte man wirklich viel draus machen können, da hätte man auch viel, sag ich mal, abkupfern können aus Total War Attila oder Total War Rome 2, aber so schlecht Rome auch ist von der Kampagnenmechanik und von den deren Eigenschaften, Bugs, aber die Flottenkämpfe in Rome 2, die sind nun wirklich fantastisch. Wenn man Flottenkämpfe liebt. Und ich bin jemand, ich liebe einfach Seeschlachten. Sei es Empire, sei es Napoleon, sei es Rome 2, sei es Attila. Die Teile, die keine Seeschlachten haben, das ist einfach schade. Aber ich weiß auch, dass viele in der Community im Seeschlachten nicht so toll finden. Vielleicht machen sie sich deshalb nicht die Mühe. So, Knossos. Knossos erklärt mir den Krieg. Oder nicht. Das ist erklärt mir den Krieg. Dann haben wir den Krieg schneller als gedacht. Und mich greift eine Armee von Knossos an, aber er hat gar keine Chance. Entscheidender Sieg. Absolut entscheidend. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Bündnisse kann nicht gegen Siedlung vorgehen. Und die Faken wurden besiegt. Ja, das war ja auch zu erwarten. Hatte ich ja auch letzte Runde prophezeit. Jeria ist. Ja, das Knossos mit dem Krieg erklärt, das ist überraschend. Das kommt sehr überraschend. Wir hatten jetzt die besten Beziehungen, aber. Den bin ich auch gleich angegriffen. Phythia griff Argos an. Ui. Beide sehr mächtige Fraktionen. Das will auch was heißen. Die jetzt miteinander im Krieg sind. Hier haben wir Aeneische Rebellen. Also Phythia ist im Krieg mit Argos. Ja, dann werde ich wirklich die Chance jetzt wahrnehmen und Knossos erobern. Also das werden wir tun. Wir haben Menelaos hier. Gut, dann ignoriere ich auch erstmal, dann ist es mir auch egal, dann ignoriere ich tatsächlich hier auch erstmal Syrmata. Weil wenn er das erobern will, dann schafft er das auch. Hier hat er noch diese Streitmacht. Ägäischen Pelasgar hat er hier auch noch eine Armee. Das ist hier trojanische Armee mittlerweile schon. Hier sind noch mehr trojanische Truppen. Pelasgar. Salam ist mal das Ziel. Ah, hier Troja. So, Tauschabkommen ist abgelaufen. Frieden war eine Knossos und Lykien. Ja, und Lykien hat wahrscheinlich dann doch ein bisschen Einfluss auch gehabt hier auf Knossos. Aber Knossos hat jetzt auch gleichzeitig alle meine Verbündeten im Krieg. Erhalten. Wir haben die königliche Kaserne gebaut. Ja. Sehr schön. Okay, dann greife ich erstmal noch hier die Überreste der Armee an. Damit sie auch leider nicht verstärken können. Aura des Helden, Moral. Dann greife ich die Siedlung jetzt nicht mehr an. Jetzt erstmal zurück.
We have arrived. Tja, Knossos. Sieht's aus um Knossos? Ganz schlecht. Also die haben hier noch eine 12er Armee. Das ist nicht ohne. Ja gut, was ich jetzt hier natürlich machen kann, ich kann direkt rekrutieren. Und ich kann hier auch direkt gute Truppen rekrutieren. Und ich werde umgehend Menelaos rüberholen, oder? Wenn die Armee ist weit entfernt, ja, komm. Das werde ich machen, ja, ich werde Menelaos tatsächlich rüberholen. Aber... ich rekrutiere gleich wieder eine neue Armee, weil ich habe ja rausgelernt, was hier passiert, wenn man hier keine Armee hat. Ich habe ja daraus gelernt. Aktionen, wenn sich der in der Garnison begibt. Verteidiger gewonnen hat. Warte mal, müssen wir den wieder haben. Einer eigenen Provinz, in der Spiele organisiert werden. Damals. Was? Ah, hier, das ist der Spieleerlass. Na gut, dann stelle ich das Ganze mal um. Oder ich kann es ja dann umstellen, wenn das Ereignis kommt, dass er viel verliert. Und hier kommt, dass er sehr viel Loyalität verloren hat. Oder Motivation eben dann. So, wie hieß er? Er hieß Amphidamas, genau. War makes the man. So, und dann rekrutiere ich erstmal recht billige Truppen. Fange ich mal an mit normalen Sperrtruppen. I certainly will. Ist die Frage, will ich wirklich mal auf Elite gehen? Die sind halt so schön günstig, ne? Ich denke mal immer noch, dass zwei Einheiten Speerträger immer noch locker so eine gepanzerte Stürmereinheit schlagen. Ne? Ja, mehr Mann, ja, komm, wir nehmen die Speerträger. Wir nehmen die Speerträger. Und auch hier werde ich eine Armee aufstellen. Was hatte ich? Hier näher da nicht. Dann werde ich auch hier jetzt eine Armee aufstellen. Wir haben ja genug Nahrung angesammelt. Genau für diesen Moment habe ich das angesammelt. So. Vorzugsweise Truppen, die keine Bronze kosten. Fange ich mal an mit Bogen. Easily done. As you command. Sieht das nämlich aus. So, und dann. For honor. Würde ich die Armee gleich von der anderen Seite kommen lassen? Ich denke mal, die Armee ist halt wirklich stark. Die kann sich dann hier auffrischen. Und dann. Geht's mit der Armee gleich Richtung Knossos. In Ordnung, minus 1200 machen wir jetzt. Wir kriegen was tun. Ja, wir kriegen aktuell so viel Stein, um ein bisschen Stein zu traden. I feel sure your heart is open to my words. Forsch abkommen. 1000 Nahrung gegen 50 Stein.
also ich kann jetzt hier schon sehr viel investieren in die Armee. Denn wenn wir hier Knossos erobert haben, ich meine, hier haben wir alles. Wir haben hier eine Goldsiedlung, wobei ja schon die Meldung kam, dass das ausgebeutet wurde. Also ich weiß auch nicht, ob wir von Gold noch wirklich profitieren werden. Weil es ja anscheinend gut funktioniert, dass der Feind oder andere Nationen das ausbeuten. Aber wir haben hier Bronze. Bronze ist gut. Nahrung haben wir hier, Steine haben wir hier. Dann machen wir nochmal Holz. Das hat schon alles seine Vorteile. Gelaufene Tausch. Argos. Ich das neu aufleben lassen? Was man nicht mit ganz so viel Stein, sondern 100 Stein. Vorzugsweise ein bisschen mehr Bronze. Ja, mit 100 Bronze. Habe ich immer noch ein bisschen Bronze, was ich bekomme? Und ja, 146 Bronze, 189 Stein. Das passt, das passt. Alles eine Investition in die Zukunft. So, da kommen die Trojaner. Ah, hier wird mir auch gleich das Bronze dann wegbrechen. Hier habe ich ja seit Ewigkeit nichts mehr ausgebracht. Warten. Karier greifen Salamis an. Kriege ich natürlich bei. Auf Baustoffe können wir verzichten, aber auf Bronze und Nahrung nicht. Oh Mann. Die minoisches Legien greifen Argos an. Ich möchte aber Argos als Verbündeten nicht verlieren. Es ist trotzdem ratsam, hier immer mal in Abständen von 2-3 Runden nach Friedensverträgen Ausschau zu halten, und man kann nicht gegen so eine Aktion gleichzeitig kommen. Siedlung ausgeraubt. Und Menelaus ist schon da. Nächste Runde können wir also die Stadt hier erobern. Arcus, okay, ist auch kein Feind. Gut, Salamis, ihr bekommt ein neues Ziel. Es sind wieder so viele Kriege, die wir hier spielen. Ah, die sind ein paar bisschen ab, die sind abgehauen. Gut. Weiter. Lege ich mal hier hin, weil hier habe ich keinen Verschleiß. Nächste Runde nochmal eine Runde im Marsch und dann bin ich hier auch schon bei Knossos, die Haustür. Ja. Hier geht an Land. Wo Beliebtheit ist hier wichtig. Das Wachstum. So, und in Ethis kann ich jetzt auch schon wieder das Gebäude. Wir haben eh genug Wachstum. Komm, brauche ich das Gebäude. Und erstmal 300 Nahrung auf einen Schlag.
loyal to the last. Dann rekrutiere ich hier. Und Schwertkämpfer. Ein Stück. Oder zwei Stück erstmal. Waren. Oh, wie viel kosten die? Ja. Ja, gut. Ja, die sind schon deutlich günstiger. Nochmal zweimal lakonische Axtkämpfer. Weil die so schön günstig sind. So, dann rekrutieren wir hier dreimal berühmte lakonische Axtkämpfer. Bin mal gespannt. Also wir können den Krieg hier trotzdem eine Weile aufrechterhalten. Ne? So ist ja nicht. In Runden. Oder? Falsch gerechnet. 10 und 30 durch 5 sind ja 60. 16 Runden. Sollten natürlich jetzt hier nicht mal ein paar Ressourcen umtauschen. Kommen wir jetzt auch wieder mein ganzes Holz. Wenn wir auch wieder ein Abkommen. Können wir auch gleich eigentlich mal machen. Oh, ich hab jetzt aktuell noch. Ne, dann muss ich eine Runde warten. Immer 2000 Nahrung kriegen wir auch wieder weg. Bergen hier fleißig. Minus 15% Unterhaltskosten für alle Helden Fraktionsweise. Weil mein Lars schon gehabt. Wenn ich jetzt bei zwei Helden habe, habe ich dann minus 30%. Das wäre es ja. Dann kann man es ja machen. Helden der Dunkelheit. 15% Erfolgschance von Hinterhalten. Ermöglicht beim Angriff. Beim Angreifen Nachtkämpfe. Ziel kann keine Verstärkung bekommen. Das heißt, dass dieser Charakter Blitzschlachten führen kann. Aber diese Nachtkämpfe sind wahrscheinlich auch nur möglich, wenn... Ja, jetzt geht gerade Sonne unter oder Sonne auf. Ich glaube, die Sonne geht unter. Wenn es Nacht ist. Nur dann kann ich die Blitzschlachten fahren. Das heißt, es macht einfach theoretisch Sinn, dann hier erstmal so 2-3 Minuten zu warten, bis es Nacht wird. Und dann eine Armee anzugreifen, die vielleicht nebeneinander steht. Dass sich feindliche Armeen eben nicht verstärken. Warum sind eigentlich diese Siedlungen hier von... Warum sehen die hier so zertrümmert aus? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Das ist ja bei dieser Goldminensiedlung hier auch so. Die steht einfach in Flammen. So sein soll, ist die Frage. Defeat is unacceptable. So, hier ist unser Antagonist. Lykien, der mag uns nicht besonders. Eigentlich gefühlt jede Aktion, die wir machen, finden die nicht toll. Hier kriegen wir mit Karian. Sind wir ja auch nur beigetreten. Rang 3. Ich müsste jetzt auch wieder ein bisschen aufsteigen, weil ich ja die dauerhaft rekrutiere. Weiter geht's. So, das war ein Abkommen. Komm, das war ein gutes Abkommen. Das können wir eigentlich gleich mal wieder machen. Ich kann es nicht machen, weil ich ihm diese Runde das Holz nicht anbieten kann. Ne? Weiter geht's. Ich habe so lange gewartet und immer wieder überlegt, greife ich Knossos jetzt an? Jetzt haben sie die Kriegserklärung von sich aus gefällt. Und dem schließe ich mich gerne an. Kam dann doch sehr überraschend, aber ich habe ja dort Rekrutierungsoptionen direkt auf der Insel. Die habe ich mir vorbehalten. Jetzt halber. Auch sicherlich eine sehr sinnvolle Entscheidung.
Kassopeia greifen Ithaka an. Ah, die Kassopeia, das ist eine Fraktion, die sich aufhält. Fraktion mit dem Halbmond, ne? Ja, das sind die. Gut, aber ich denke mal, Ithaka wird mit denen klarkommen. Denn Argos ist ja auch hier. Ja. Salamis hat sich konföderiert mit den Aetoliern. Ja, gratuliere. Scheidung. Dasiatas. Aphrodite verleitet die bessere Hälfte eines Helden dazu, ihn für einen anderen Interessanten zu verlassen. Dem trauernden Krieger wurde alles bis auf sein Leben genommen, wodurch er nun allein seinen Pflichten weiter nachkommen muss. Bewegungsreichweite des Helden auf der Kampagnenkarte wird für einige Runden verändert und deutlich reduzierte Motivation. I'll prove myself. Ich weiß auch noch gar nicht, was diese Motivation auf sich hat, aber ich vermute mal, dass die sich da abspalten können, von der, dass es zu Rebellen werden können. Jeder Held verfügt über eine persönliche Motivationseigenschaft, die bestimmt, welche Arten von Aktionen und seine Entschlossenheit stärken oder untergraben. Ein Held mit hoher Motivation inspiriert sowohl die Truppen als auch die lokale Bevölkerung, während unmotivierte Kommandanten ihre eigenen Krieger Schwächen und Unzufriedenheit sehen. Ach. So, okay, also sie gehen nicht verloren. Ich dachte ja immer, dass da ein Bürgerkrieg oder sowas ausgelöst wird. Nee, aber das ist natürlich trotzdem nicht schön. Diese Motivation, die er hier hat. Sorgt dafür. Ah, hier. Sonst. Ja, er sorgt für reduzierte Bewegungsreichweite. Sind das für Fraktionseffekte, die hier wirken? Also negative Fraktionseffekte wirken hier nicht tatsächlich. Also wirken eben auch keine positiven Effekte. Vielleicht ist es das, was dann damit gemeint ist. Edon plus 1, Zufriedenheit. Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Aber wir müssen die Motivation wieder erhöhen. Was hat denn der für eine Eigenschaft? Fucker. Wenn der einen Kampf gewinnt, kriegt der Motivation dazu. Das heißt, wir müssen den in Kämpfe schicken, ja. Dann lasse ich den vollrecken. Guck, dass hier nichts kommt. So, hier weiterhin gute Spionagearbeit leisten. Und dann schicke ich den mal auf die Stadt Kotz hier. Dann hauen wir das Ganze kaputt. Das ist eigentlich die ganze Zeit so ein Pfeil, der auf die Insel zeigt. Und die Insel könnten wir sogar rein theoretisch konföderieren. Kolonisieren, so. Liegt ja dann doch noch ein breiter Grad zwischen kolonisieren und konföderieren. Was ist noch passiert, die Runde? Hippolytes Amazonen griffen Mykene an. War mittlerweile gar nicht mehr im Krieg mit denen. Die haben ein anderes Ziel, ne? Mykene hat. Doch, die haben das Ziel. So, mit Überschuss. So, hier können wir ganz schön viel bauen jetzt. Jo. Erstmal baue ich die Siedlung jetzt auf die höchste Stufe. Und dann hier die abgegrenzten Felder. Nächste Runde baue ich den Hafen gleich wieder hoch. Das passt schon. Minus 6000 Nahrung, das geht natürlich nicht. Count on me. That's beyond me. Oh, was ist hier passiert? Das sind Thraker. Thraker. Haben anscheinend die Allianz der Trojaner angegriffen. Und hier, das haben wir die Kassopeia genauso gemacht. Okay, wir haben ein Ausbildungslager gebaut. In Ialysos, genau, und die Hütte des Jägers in Aethys. Eigenschaft erhalten, hat aber fair, das hatten wir schon. Und wir haben auch ganz viel rekrutiert. Hat auch damit zu tun, dass wir jetzt hier so einen erhöhten Unterhalt haben. So, plus 8% Bewegungsreichweite oder reduzierte Unterhalt. Ja, das ist ja viel besser. Minus 5% Unterhaltskosten. Plus 8% rüstungsdurchdringender Schaden und plus 10% Nahkampfangriff. Das sind alles gute Punkte. Ja, fangen wir hiermit mal an. So, und dann.
Ah, der ist zurückgesegelt. Es könnte hier noch mehr sein. Hier Präsenz 2. Mythos gehört aber bestimmt mit zu Knossos zu genau. Wenn der nur 2 Militärpräsenz hat, dann kann ich davon ausgehen, dass es die einzige Armee ist. Dann kann ich den hier auch schon an Land gehen lassen. Ist riskant, aber warum nicht? Und dann greife ich mit Menelaos hier gleich an. Mit dem Helden muss ich nicht angreifen, weil ich will die auch bald wieder austauschen. Weil wir wieder die besseren hier haben. In einer Runde kann ich die beiden wieder reinholen. Der eine ist Rang 2, der andere Rang 5. Ich habe sogar eine kleine Armee aufgestellt. Mir aber auch nicht viel nützt. So, automatisches Gefecht. Ich denke mal, auf Knossos werden wir auch einige Gefechte spielen müssen. Die nächsten Runden. So. Und wir besetzen sie. Plus 2 Motivation, plus 3% Nahkampfabwehr. 3 Nahkampfabwehr. So, Lapa. Gebaut. So, jetzt bekommen wir. Ah, wir bekommen jetzt hier wirklich Gold, oder? Nee, nicht ganz. Wir würden eigentlich 39 Gold bekommen, aber die Mine ist ganz schön ausgebeutet worden mittlerweile schon. Dadurch ist hier auch ein bisschen reduziert. Erschöpft lokales Vorkommen. Jetzt haben wir noch einen Übungsplatz. Den reißen wir gleich mal ab. Kann hier sonst noch so bauen? Jede Menge Goldgebäude. In Ordnung. So, kann ich hier rekrutieren? Ja, ist ja dieselbe Region. Dann mal in die Lagerstellung. Und dann rekrutierst du hier gleich weiter. Ich möchte noch ein paar akonische Schwertkämpfer. Viele sind mit Bronze erschöpft. Jetzt schon. Lieber nicht. Dann nehmen wir nochmal Bogenschützen. Die kosten auch Bronze. Kosten die so viel Bronze? Dann muss ich eine andere Einheit nehmen. Hier kommen noch 4. Da habe ich ja kaum noch Ausweiche, ne? Nämlich die lakonischen Axtkämpfer. Ja, mein Bronze ist erschöpft. Also wir brauchen ganz wichtig hier diese Bronzesiedlung, weil wir ja. Weil ich ja das hier quasi alles aufgegeben habe. Okay, dann möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden von euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.